7 Subs noch. Seit wann Human dachte Blade Master for the win? Genau deswegen spiele ich kein Ork. Reaction Con, hast du was Gutes gefunden? Ich meine, ich bin jetzt mit 2 Siegen rausgegangen. Ich würde sagen, da kann man stehen bleiben. Finde ich erstmal ganz gut. Ja, lass uns gerne Reaction Content machen. Was? Die Fahrradkopfs vom Fernseher oder was? Nee, ich glaube nicht. Aber ich meine, also. Nice, das hört sich gut an. Pass auf. Mach mal hier die Mucke aus. Zack. Okay. Dann gib mir mal. Was soll ich machen? Du zeigst mir es einfach oder was? Oder gib mir den Link. Schick mir einfach den Link. Dann gucke ich mir das an. Im Chat. Sekunde. Da ist er. Help YouTube Advertise by answering one question. Was muss ich hier machen? Ne, überspringen. Sekunde. Ich muss einmal noch ganz kurz was klären. So. So, also. Ja, Freunde. Dann gucke ich mir den Spaß mal an. Also der Altoa hat uns jetzt hier mal was zur Verfügung gestellt. Warte, warte, ich mache noch kurz Warcraft noch aus. Da hat man den Sound nicht mehr im Hintergrund. Das sieht gut aus. Okay, lass mal laufen. Ich weiß noch nicht, ob der Sound da ist. Na, nee, gerade mal ganz kurz. Den muss ich nochmal entmuten. Hol ich nochmal kurz raus. Sekunde, weil der Tab ist gemutet. Habe ich denn irgendwo noch was an? Ja, das habe ich noch an, das kommt weg. Das ist gemutet, dann sieht es doch eigentlich gut aus. Ah, okay. Okay, let's go. Freunde, ganz kurz, machen wir es ganz offiziell. Warte, bring mich nochmal drauf. Wir machen daraus ein Format, was auf YouTube kommt, ne? Wie halten wir denn das? Reaction Time mit Take. Oder gibt es was Besseres? Okay. Reaction Time mit Take. Neues Format. Natürlich auch auf YouTube erhältlich. Und im App Store. Und auf Apple Pay und sonst wo. Nein, Spaß beiseite. Ja. Checken wir mal die Lage aus. Ey, Gelo, checkt jetzt mal die Lage hier bei Kölner Fahrradkorps, die Stilllegung des Mercedes CL500, Spiegel-TV-Reportage. Darauf werde ich mir jetzt mal den Spaß angucken. Ich kenne das nicht. Olli, bist du noch da? Meinst du, kannst du mir noch so ein Erfrischungsgetränk klar machen? Nice, das sieht sehr gut an. Ja, lass uns den Spaß nochmal angucken. Herzlich willkommen zu Take, nee, Reaction mit Take oder so. So. Ne? Jetzt geht's ab hier. Wahnsinn. Normal. Der Randweg ist hier. Das geht nicht. Durch die Fußgänger fahren. Absteig schieben, das ist ein Gehweg. Wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? So, der nächste. Ah, guck mal da. So, du hast das Handy aus der Hand. Ist besser. Also nimm kein Ende. Hallo, stehen bleiben mal. Kommen Sie her. Wir auch bitte mal. Wir sagen du und morgen wird er wieder falsch. Wir wollen ja eine Bewusstseinsänderung. Ne? Nahkampfzone Straße. Alter, die Fahrradkops, die Fahrradarmee flachlegen. Jetzt bei Spiegel TV. So muss das sein. Was ist das jetzt hier? Achso, das ist der Opener. Gegenwind für Kölns Verkehrsrüpel. Die Fahrradstaffel der Polizei hat den PS-Raudis der Stadt den Kampf angesagt. Wie das aussieht, wird sich sehr bald zeigen. Der Dienst im Sattel, kein Job für bewegungsarme Beamte. Ey, so eine 30 Halterung bräuchte ich auch mal. Schicht reist Markus Merkens 30 Kilometer ist doch nicht viel, oder? Also jetzt mal ganz früher im Ernst, der ist jetzt ja nicht sportlich, der Typ. Der ist ja und kontrollierte LKW er sieht bei dicker der aus als ich. Das ist übrigens sowieso, so eine Sache, da möchte ich mal drüber reden. Wisst ihr, was mich nervt? Und das ändert sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen. Aber die Polizisten früher waren alle fett. Irgendwann haben die alle eine Wampe bekommen, weil die nur im Auto saßen, keinen Sport mehr gemacht haben. Und dann war es das. Ne? Also, Take etwas größer vielleicht bei Reactions. Was meint er? Ach so, die Cam größer. Ja, hau mich ruhig mal größer. Kannst du mich größer ziehen? Dann passt das mit dem Overlay wahrscheinlich nicht mehr, aber ist egal. Kriegen wir hin.
Ja, also was mich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein bester Kumpel ist auch bei der Polizei. Der ist halt wirklich, der trainiert auch. Ich sehe das halt als Teil des Jobs, um ehrlich zu sein, dass man auch Sport machen muss. So wie, keine Ahnung, wenn man Fußballkommentator ist, dann muss man sich in seiner Freizeit auch Fußballspiele angucken. Es gibt halt Berufe, wo man so gewisse Grundqualifikationen mitbringen muss. Und man muss ja auch diese Sportabzeichen machen. Und die sind halt aber so einfach, dass sogar so ein Krüppel wie ich das schaffen könnte. Naja, also das ist halt so, weiß ich nicht. Das geht halt nicht. Kann ich nichts anderes zu sagen. Aber gucken wir uns mal an, wie der hier der Hubert oder wie der heißt. Der sieht nämlich dafür, dass er jeden Tag Fahrrad fährt, nicht so fit aus. Und der isst wahrscheinlich so genauso viel Pizza wie ich. Nur, dass ich noch ein bisschen jünger bin. Ralf Jochheim ist schon seit 9 Jahren dabei. In seinem alten Leben war mal beim Bundesgrenzschutz und mal bei der Bundespolizei. Mal gucken. Vielleicht ist er doch nicht so dick. Er sieht nicht dünn aus, aber er sieht auch nicht dick aus. In der Domstadt haben die Schutzmänner einen klaren Auftrag. Unfallvermeidung in der City. Immer wieder stürzen Radfahrer, weil Pkw falsch halten. Das kommt besonders häufig auf den Kölner Ringen vor. Hier sind Parkplätze knapp. Ach, guck mal hier. Eine Limousine blockiert den Weg. Was ist hier in Köln? Radfahrer müssen in den Autoverkehr ausweichen. So, hallo. Ich grüße Sie. Ja. Beim nächsten Mal zahlen Sie Geld, ne? 15 Euro kostet das. Ja? Können Sie sich da einen Parkplatz suchen? Also, pass mal auf. Ich verstehe das grundsätzlich vollkommen. Fahrradfahren, nee, anders. Es gibt, Deutschland ist bei Fahrradwegen echt, also das ist ja immer so ein Thema der grünen Politiker. Früher wurden die immer belächelt und da wurden immer Witze gemacht. Ja, die haben keine anderen Themen als Fahrradfahren. Gute Nacht, Pijin. Ich weiß, du hast am Ende nicht mehr so gute Laune gehabt. Die Themen waren nicht so deine. Aber ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, denn wir finden für jeden immer was. Bei 12, 13 Stunden wird da schon was gehen. Ja, also nur so da, ne? Also, so, und jetzt hier, live and happy. Da gebe ich dir vollkommen recht. 15 Euro. Also es gibt bei uns Straftaten, also wie sagt man das? Verwarngelder, so ist das. Die sind so günstig. Dann machen die Leute das auch weiter. Sorry, aber da dürft ihr euch nicht wundern bei der Polizei. Die Polizei ist das ja nicht schuld per se. Aber das ist halt so, ganz ehrlich, 15 Euro? Okay, wenn ich irgendwas Dringendes machen muss, keine Ahnung, es ist irgendwas, was jetzt mir mehr als 15 Euro wert ist, ja, dann bleibe ich halt stehen. So, das zum einen. Auf der anderen Seite, ich verstehe, dass die Leute darauf aufmerksam sind, hey, beim nächsten Mal kostet 15 Euro. Ist ja erstmal grundsätzlich nett, ne? Dass er nicht direkt einen auf Penner macht. Aber, genau, One Sec sagt, ja, okay, dann gibt's halt, ne, dann gibt's halt nie eine Strafe, wobei, ja, weiß, ja, ich finde immer so miteinander. Ja, guck mal, das ist das Problem. Die Leute sind halt immer nett, wenn die den Olli sehen, ne? Das ist halt so, dann drücken die auch mal ein Auge zu. So ist das halt. Anders. Ja, was soll ich euch sagen? Und die Polizei, die stehen halt auf den Olli. Was soll ich dir sagen? Also der ist halt immer ein gern gesehener Gast. Gerade hier in Krefeld. Die Polizei in Krefeld, die sind alle per Du mit Olli. Und der Olli fährt auch jeden Tag ein anderes Auto. Mal den BMW, mal den Mercedes, mal den Trabi, mal die Ente, mal den Käfer, manchmal den Tesla. Das bezahlen die auch, die Polizisten. Ja, ja. Naja, gucken wir uns mal die Lage an hier. Ein paar Meter zu Fuß gehen. Ne? Die Radwege müssen in Köln nicht frei bleiben, ne? Ja, kann ich schon verstehen. Stopp mal. Verpiss dich da. Schönen guten Tag, mein Name ist Jochheim. Da hinten gibt's ein Kind da hinten drin, ne? Ja. Wie ist denn der gesichert? Guck mal, der Gurt, der läuft am Hals entlang. Nochmal so eine Sache. Da gibt's jetzt wieder, also ich habe da auch eine klare Meinung zu. Die Jungs und Mädels, die Kinder, die müssen da vernünftig gesichert sein. Früher, da habe ich auch schon in anderen Podcasts und so gehört, hey, als ich klein war, hinten auf der Rückbank, da saß ich da ohne Anschnaller alles, da wurde einfach gefahren. Das waren andere Zeiten. Da wurde sich über sowas halt keine Gedanken gemacht. Heute ist das halt ein anderes Thema, ne? Haben die ja recht, der Typ, wenn da was passiert, Unfall, bumm, ist das halt vorbei. Das ist Schluss. Schluss mit lustig vor allem. Naja, ja, One Sec, die sagen zu mir auch oft beim nächsten Mal. Es gab auch ein Gurt. Aber, ne, den hat halt keiner benutzt. Also ganz früher, so vor 25, 30 Jahren, ich weiß noch genau, da. Ach, früher gab es auch kein Gold, würde ich live sagen. Ja, okay, also, naja. So, gucken wir uns das mal an. Entlang, ne? Der Sicherheitsgurt bei dem Kleinen läuft direkt am Hals entlang. Und wenn er mal bremsen muss, wird er stranguliert, das kleine Kind. Also die Weiterfahrt kann ich so nicht gestatten jetzt hier, ne?
Seit 1999 gibt es jetzt Gurtpflicht. Wie die Mutter? Krass. So eine Sitzerhöhung kostet nicht viel Geld. Ne? Hier drüben ist auch noch Einkaufsstraße hier drüben nochmal. Ne? Vielleicht müssen wir da mal gucken. Ja. Plötzlich. Guter Troll. So, ja, da drüben ist auch eine Einkaufsstraße. Geh mal schön hier einkaufen. Ich gebe jemand auf dem Mittelstreifen Vollgas. Ich steige dem Kleinen schon mal aus hier vorne. Und warten hier. Und so ein Sitz. Und sie. War das jetzt ein Troll von dem Typen da, dass er den da Vollgas sozusagen gegeben hat? Weil die mit dem Fahrrad eh nichts machen können. Die parken dann und kaufen Sitz. Ja, ja, super, einverstanden. Dann investieren sie gutes Geld. Ist ein Wort. Ja? Ja? Alles Gute, ne? Er holt den ein! Mertens gibt Gas hinterher. Trotz des Kavalierstaats erwischt er den Auto. Jawoll, jetzt bin ich gespannt. So, schönen guten Tag. Mertens mein Name. Fahren Sie mal rechts ran. Wollen wir mal gucken. Muss das sein, wie Sie fahren? Einmal rechts rein, bitte. So, fahren Sie rechts rein. Fahren Sie da rein jetzt. Ist das so schwer? Der mit Sicherheit zu laut, oder? So. Oh oh. Führerschein, Fahrzeugschein hätte ich gern mal. Avalon 78, Online-Casino mit Start. Erstmal schön hier Werbung. Melden Sie sich heute noch an und erhalten Sie Ihre 78 frei. So. Machen Sie den Motor mal aus. Schönen guten Tag. Hol Ihnen auch bitte mal einen Ausweis, hätte ich gern gesehen. Ja, L, Ua. Wissen Sie, was wir die letzten Monate hier in Köln machen, in der Innenstadt? Ja. Haben Sie schon gehört, ne? Wir haben eine Sonderdienststelle. Eine kurze Frage. Ist das erlaubt, dass Sie die Gesichter zeigen dürfen? Ist das nicht normal so, dass Sie verdeckt sein müssen? Datenschutz und so? Was sagst du, Olli? Ja? Schön den Zettel mit Unterschrift. Naja, mal gucken. Ist das Tim Wiese da im Auto? Ermittlungsgruppe Rennen, ne? Und wir ziehen so Leute wie Sie aus dem Verkehr, samt Auto. Okay, und warum? Ja, warum? Weil Sie zu laut fahren und das hinten war völlig unnötig. Zu laut? Dieses Auftreten, dieses Aufdrehen. Das ist der Motor vom Mercedes. Nee, das ist Ihr Gasfuß. Mein Gasfuß? So, da können wir aber gerne drüber diskutieren und können Sie mal sein lassen. Können wir gerne machen. Ja? Wir schreiben das jetzt gleich auf, dann kriegen Sie Post. Okay. Okay, machen Sie die Motorhaube mal auf, bitte. Jetzt geht's ab. Ihr Auto zu sein, ne? Ja. Krämer würde sich kein Fahrradpolizist trauen. Auto anzeigen. Backflip! Schön, dass du mit dabei bist. Da sind wir, glaube ich, bei 393 Homies. Ich kenne nur noch 7 bis zu 400. Da wäre ich schon sehr happy. Kein Pardon. Durch illegale Autorennen kamen in den letzten Jahren 3 Kölner ums Leben. Fahrer mit Benzin im Blut. Warum ist der Vollfox eigentlich noch kein Subscriber? Das verstehe ich noch nicht. Der erste Blick geht unter die Haube des frisierten Angebermodells. Ich gucke mir jetzt mal das Fahrzeug an. Na, meistens sind auch irgendwas verändert. Ja, ihr Kollege ist geil drauf. Das ist einfach so. Das ist geil, das wissen Sie selber. Sie gehen mal darüber jetzt. Sind der Beifahrer? Darüber. Ich bin da schon weg. Jetzt. Da einfach mal ein Stück zurück. Okay? Das ist ganz hart so, ne? Ich bin hart. Ich kann auch noch mehr. Gehen Sie da rüber. Hören Sie jetzt auf, sich aufzupumpen hier. Ich pumpe mich nicht auf, glaub mir. Glaub mir. Lassen Sie Luft raus, stehen Sie da. Ja, ich pumpe mich nicht, glaub mir. Die Luft ist noch gar nicht drin jetzt. Gute Bodenhaftung hat jetzt nur noch der Wagen. Was ist denn die Ich pumpe mich noch gar nicht auf. Luft ist noch gar nicht drin. Ja, wenn ich so solche Leute den ganzen Tag hören müsste, ne? Heiliger Bimbam. Also, ja, Luft im Kopf ist da auch keine drin. Nicht mal das. Dass das Fahrwerk nicht eingetragen ist und wie gesagt, das ist so tief, das Ding. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob der überhaupt so weiterfahren kann. Also, das Fahrwerk ist so tief jetzt hier, dass der Markus vorhin schon gesehen hat, ein Abrieb sind da schon am Reifen. Das heißt also, da hinten hast du es gesehen, Markus, ne? Und das heißt, das Fahrwerk ist nicht ordnungsgemäß, nicht zugelassen für das Auto. Ich biete Ihnen eine Verwarnung an in Höhe von 55 Euro. Können Sie sagen, nein? Dann schreibe ich das zu der Anzeige, dann machen wir das. Gebe ich meinem Anwalt. Ja, ist ja alles gut. Können Sie ja machen. Ich mache mal kurz Mundfoto. Hören Sie auf mit den Spielchen, ey. Mein Gott. Das ist scheiße, wenn alles eingefangen ist. Hier, das dürfen Sie auch nochmal filmen. Können Sie auch nochmal drauf halten mit der Kamera sogar. So, das geben Sie mir mal bitte. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Der Mann legt Dokumente vor. Das Auto entspricht nicht mehr der Serienausstattung. Allerdings sollen alle baulichen Veränderungen vom TÜV abgenommen worden sein. Trotzdem möchte Mertens den Wagen genau untersuchen, am Straßenrand um die Ecke. Vor interessiertem Publikum inspiziert Jochheim zunächst die Abgasanlage. Den Klappenauspuff hat er eingetragen, aber
Da sind so ein paar Schweißnähte. Hört sich an wie, Bar, wie bei Bares für Rares. Da sind eins mal drin. Ausgerollt. Der Auspuff klingt hohl. Jochheim schöpft Verdacht. Yep. Schlecht lackiert, ja. Guck mal unten drunter. Willst du das jetzt so auf dich beruhigen? Ja, was hast du denn da? Guck mal, ja, guck mal. Hier ist natürlich. Ja, unten drunter, guck da mal drunter. Ein bisschen was rumgeschraubt, rumgeschweißt. Ja, wenn da was geschweißt ist, hat er verloren. Ist er weg. Ja, ja, deswegen sage ich das ja. Ihr habt einen Klappenauspuff eingetragen hier. Einen Klappenauspuff kannst du nicht eintragen. Ja, hat er aber hier drin. Ja, deswegen sage ich das doch. Gibt's da gar nicht. Die Auspuffanlage scheint verändert worden zu sein, damit der Wagen lauter rührt. So, nachträglich eingebaut. Nachträglich ja, eingebaut. Da hinten das. Rosa. Das. Hier vorne. Ja, sonst im Zweifelsfall ist er weg. Da laden wir mal auf. Da habe ich kein Problem mit. Ja. Klappenauspuff kriege ich ja nicht mehr eingetragen. Obwohl, hier ist er eingetragen. Stüber Edelstahl. So, Stüber sind nicht zugelassen. Haben Sie Unterlagen von Stüber? Ich sehe gerade Stüber. Also die Feinheiten jetzt hier. Deswegen fragt die 55 Euro, wäre ein bisschen günstig jetzt gewesen. Ja. Weil die Auspuffanlagen nicht zugelassen sind vom KBA. Sehe ich gerade das Zufall hier. Ich trage das doch in Deutschland ein. In Deutschland. Wissen Sie was? Wir erleben so viel. Das ja. Nennt man so als... Ich trage die Scheiße ein, trotzdem ist das falsch. Moment. Ja. Es sind so Gefälligkeitsgutachten. Ja, und das muss man einfach überprüfen. Da habe ich genug gehabt, wo der TÜV-Prüfer oder ein anderer Prüfer irgendeinen Stempel drauf macht und die Sache ist gar nicht zulässig. Erleben wir jeden Tag. Hier wurden die Dokumente an verschiedenen Orten erstellt. Aha. Das ist ungewöhnlich. Aha. Einmal ist es hier in Koblenz gemacht. Also das ist ja am 4.5. gemacht und dann einmal in Essen. Ja, genau. Am 9.5. Was haben die alles dabei? Macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich das mache, will ich was abnehmen lassen und fahre ich zu einem TÜV doch irgendwo hin und mache dann da vor Ort alles. Ne? Und ja, wahrscheinlich kennt man da irgendwie jemanden, der sagt, ich mache das mal eben schnell, trage das mal ein. Fahrzeug wird sichergestellt. Wegen was? Geht zum TÜV. Wegen was? Lautstärke, Veränderung am Fahrzeug. Sie können Widerspruch einlegen, wäre es eine Beschlagnahme. Okay? Wegen was wird er sichergestellt? Den stellen wir sicher zur Beweiserhebung. Der geht zum TÜV. Da machen wir ein Geräuschgutachten. Und wenn sich herausstellt, dass die Auspuffanlage nicht einzutragen ist, weil die keine Zulassungspapiere hat, dann ist das alles schon Betriebserlaubnis. Wir brauchen jetzt nicht mehr diskutieren. Wir brauchen jetzt nicht mehr diskutieren, okay? Wer ist denn Halter? Das scheint ja nicht Ihnen zu gehören. Habe ich doch gesagt. Ist doch auch relativ. Nee, das ist nicht relativ. Es geht mir nicht darum, wer nachher die Post auch kriegt für den Halter. Weil es kommt. Sag mal ganz kurz, wie sagt man das? Das ist ja relativ. Also wenn er sagt, Sie sind ja nicht mal der Halter, wer ist denn der Halter? Und er sagt, das ist doch relativ. Heißt das, sagt man das so? Sagt man nicht normalerweise, das ist doch, er will doch sagen, das ist doch egal, oder? Das spielt doch keine Rolle, will er sagen, oder? Sagt man das? Ist doch relativ? Weiß ich nicht. Also kenne ich so jetzt nicht. Aber müsst ihr mir vielleicht sagen. Kostet auch nochmal Geld. Sie sagen einmal, ich bin Halter, dann bin ich kein Halter. Dann habe ich das gerade. 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 Passen Sie auf, was Sie sagen, okay? Das, jetzt hör auf. Ja, ja. Alles klar. Man muss hier die hochschaukeln hier. Ja, muss ich nicht. Da muss ich irgendwelche Vorurteile behaupten, die ich gesagt habe. Ich habe das nicht gesagt. Können wir gerne die Aufnahmen kontrollieren? Müssen Sie ein bisschen aufpassen? Nein. Ich muss gar nichts. Ja, doch, müssen Sie. Sie müssen ich glaube, er hat recht. Ich glaube, Kollege hier hinten hat recht. Ich glaube, die Polizei lügt. Das ist erfunden. Erfunden ist das. Was sagt ihr? Habt ihr das mitbekommen? Hat er das schon mal gesagt, dass er der Halter ist? Also wir haben es nicht in den Videoaufnahmen gehört, meiner Meinung nach. Naja. Mal gucken. Jetzt einfach mal. Jetzt beruhigt man sich mal alle mal. Ich glaube, wir finden heute nicht mehr zusammen. Ey. Ja, sie fühlen sich direkt angegriffen, keine Ahnung. Nee, lass es einfach sein. Sie reden nicht nochmal. Sie wollen ihr einfach zeigen, sie sind derjenige, ja, der das Fragen ja, hat. Ist ja okay, keine Ahnung, was bei Ihnen damals genau in der Schule passiert ist. Oh! Boom! Ah, komm, machen wir die scheiß Werbung hier. Wie oft kommt denn hier Werbung bei Spiegel TV oder was das hier ist? Absolute Frechheit, die Scheiße. Alter, lass uns nochmal, das muss ich nochmal anhören. Oh, das hat gebrannt hier. Mal alle mal. Ich glaube, wir finden heute nicht mehr zusammen. Ey. Ja, sie fühlen sich direkt angegriffen, keine Ahnung. Nee, lass es einfach sein. Sie reden nicht nochmal. Sie wollen ihr einfach zeigen, sie sind derjenige, ja, der Fragen hat. Ja, ist ja okay, keine Ahnung, was bei Ihnen damals in der Schule passiert ist. Puh. Weiß ich nicht. Marco, es ist gut, ne? Da soll mal die Uniform anziehen, kann er mit mir in den Ring steigen und dann können wir das mal klären. Oh! Halbstark. One-on-one. One-on-one, Junge. Der hat eh schon Bandage hier an, damit er sich richtig boxen kann. Jetzt geht's ab. Der Fahrer ist kein Unbekannter. Wie sich herausstellt, wurde gegen ihn bereits ermittelt. Wegen Diebstahls, Kreditkartenbetrug, illegalem Handel.
Wenn das ein Laiendarsteller ist, dann ist der richtig gut. Also der Autohalter. So dumm könnte ich mich nicht anstellen. Das ist übrigens auch so eine Sache. Also, wenn das ein Schauspieler ist, dann ist er wirklich gut. Dann ist er wirklich gut, oder? Ist ein ordentlicher Typ dann. Mit Betäubungsmitteln, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Die Verfahren endeten mit Freisprüchen oder Einstellungen. Hast du noch einen Streifenwagen da zur Unterstützung, eventuell im Innenstadtbereich? 91 für 1. Verstärkung für die Fahrradcops. Nach dem Motorraum riskiert Jochheim jetzt sogar einen Blick in den Kofferraum. Bitte meinen Kofferraum aufmachen. Nee, warum muss ich nicht? Das muss ich schon, das wissen Sie auch selber, das ist auch mein Recht. Was darf ich denn? Sie dürfen den Kofferraum nicht öffnen. Was denn? Ich hab's doch gerade gesagt, machen Sie den Kofferraum auf. Kofferraum dürfen Sie nicht öffnen. Wissen Sie was? Gibt's keinen Grund für. Zeigen Sie bitte mal Ihren Verbandkasten und andere. Ich glaube, wo ist denn das hier? Wo ist das denn? Zeigen Sie mir das mal. Was macht dein Baseballschläger da? Ja, weil ich Baseball spiele im Sommer. Darf ich nicht? Ja, ist doch noch. Ja, alles. Hier ist der Scheiß links. Ach, was? Guck ich überhaupt hier, Alter. Was ist drin? Dass der Mann sich nicht immer unter Kontrolle hat, ist bekannt. 2014 wurde er wegen Beleidigung verurteilt. Auch sein heutiges Verhalten kommt ihm teuer zu stehen. Wir haben nicht mal einen Grund, das Auto abzuschleppen, ist mir schon klar. Ne? Alles Jammern hilft nichts. Ein gelber Engel ist bereits zur Stelle. Aber wenn das alles gespielt ist, ne, was ja, also ich meine, wir haben ja gerade diese Joko und Klaas-Geschichte gehabt, wo auch, also ich meine, manche wussten das natürlich schon, manche waren so überrascht, aber das war ja auch gespielt und das war ja auch, also dass das nicht gespielt war und so, das wäre schon krass gewesen, um ehrlich zu sein. Aber die machen sich die ganze Mühe, holen hier Polizeiautos und dann kommt der ADAC-Wagen. Da wird richtig Geld rausgeschmissen für so eine Scheiße. Also wenn das gefaked ist alles, da muss man sich überlegen, da wird richtig Geld reingesteckt für Fake-Scheiß. Der Abschlepper dann lieber twitch.tv/tag. Schön authentischen Scheiß. Ja? Da läuft halt mal was schief live in der Show. Das ist aber real. Am einfachsten wäre es, das Auto auf die Rampe zu fahren. So, Schlüssel weiß ich gar nicht. Den hat er wahrscheinlich. Wo ist der Schlüssel vom Auto? Klär ich mal. Darf ich mal fragen? Autoschlüssel brauchen wir mal. Autoschlüssel. Warum nicht? Ich hab keine, ich werd schlüssellos. Könnt ihr mich gerne durchsuchen? Hier? Ja, aber wovon? Wie schlüssellos? Ich werd schlüsselos. Eine Keycard. Gibt's ich hab nichts. Könnt ihr mich gerne durchsuchen? Ich sag Ihnen das so. Das Ding fährt also ohne Schlüssel. Ja, ich verarsch sie nicht. Ich glaube das. Also das Ding ist schlüssellos, fährt das Auto. Hat eine Wegfahrsperre, ne? Hat eine Wegfahrsperre, so, schlüssellos. Doch ohne zu starten, könnte der Wagen beim Abschleppen beschädigt werden. Das Problem ist, der ist zu niedrig, ne? Ist das hier... Ist das hier vielleicht sogar von Mercedes dann gesponsert? So die Show von Spiegel? Bestimmt, ne? Dann, weil ich meine, der Text Kölner Fahrradkopf, die Stilllegung des Mercedes CL500 2020 Edition. Also. Hä? Vielleicht ist es auch gar nicht fake. Ey, scheiße! Wo bin ich jetzt hier gelandet? Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Da muss man alle Rampen runterziehen, damit der vorne hochkommt. Ja? Aber die Räder blockieren. Also wenn ich ihn auf die Rollen kriege, dann können die blockierenden Räder über die Rollen gehen. Aber hier ziehe ich den weg und dann gehe ich gegen den Antrieb. Und dann geht der Antrieb kaputt. Ausgerechnet der Fahrer soll helfen. Also mal ganz kurz. Es geht jetzt darum, wie wir das Auto hier draufkriegen. Das ist nicht mein Problem. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Abschlepper. Hey. Ja. Kann der Herr mit diesem Auto auf den Wagen drauf fahren? Viel Glück. Okay, ich war eben noch entspannt, war ich noch. Ja, okay, wir haben uns eben noch gut verstanden, oder? Soll das weiter, also gut. Kann der Herr mit diesem Auto da drauf fahren? Wenn er den Schlüssel hat, bestimmt. Also, ich habe keinen Schlüssel. Aber Sie haben keinen Schlüssel, haben Sie gesagt. Ja, hab ich ja nicht. Es gibt keinen Schlüssel für das Auto, haben Sie ja, gesagt. Genau. Kann man damit anders fahren mit dem Auto? Jeder. Warum stellen Sie mir jetzt die Fragen? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Abschlepper, ich bin kein Polizist. Ich weiß nicht, Sie kennen sich ja aus. Sie haben ja eben geprahlt damit, dass Sie hier zuständig sind dafür, dass... In der Regel, was weiß ich, wie viele Fahrzeuge von diesem Modell rausgezogen wird, dann müssen Sie auch wissen, wie man sowas hochkriegt. Bin ich Abschlepper? Arbeite ich bei so einem Unternehmen? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie was? Das Ding muss überprüft werden beim TÜV.
Und wenn sie nicht mitspielen dabei, dann bleibt das Ding so lange beim TÜV, bis wir ein Ergebnis kriegen. Und dann bleibt das nicht einen Tag, so lange, bis man Sie müssen kooperieren jetzt hier. Sie müssen uns erklären, wenn Sie sagen, das Fahrzeug fährt nicht mit ohne Schlüssel. Hier, guck. Ist das euer Ernst? Nein, das muss ich mir angucken. Das muss ich. Alter, das ist ja hier. Das ist für mich. Wartet. Fährt nicht mit Schlüssel. Das. Ohne Schlüssel. Ist. Ganz ehrlich. James, wenn das gestellt ist und diese vier Menschen wurden eingekauft. Junge. Nein, aber also wenn das alles bezahlte Darsteller sind, ne? Die sehen ultra geil aus. Ey, wirklich. Einer besser als der andere. Das ist Wahnsinn. Die sehen echt geil aus. Ich hätte ja noch mal gesagt, das sind die drei weißen Tauben plus Olli. Also, schön auf dem Dach oder auf der Stange. Ah, Wahnsinn. Das ist richtig gut. Was soll ich dazu anderes sagen? Okay, let's go. So. Ich zeig Ihnen das mal. Kommen Sie mal mit. Darf ich mich wegbewegen? Mal ganz kurz. So. Ich darf mich nicht wegbewegen. So. Können Sie auch nochmal in die Kamera. So. Und ich darf mein Handy nicht in die Hand nehmen. Wie ist das? Ich möchte nur, dass Sie Ihr Auto schnell wiederkriegen. So. Er zeigt mal ganz kurz, wie man den Wagen dann fährt hier. Wählen wir dann den Start-Stopp? Jo. Start-Stopp. So, wie kommen wir jetzt rein jetzt hier ins Auto? Ohne Schlüssel kommen die Polizisten aber nicht in den Wagen. So. Dann bleibt das Auto so lange stehen, bis er bei uns rostet. Ist uns doch scheißegal, da haben wir halt keinen Schlüssel. Es sei denn, der Fahrer trägt ihn noch bei sich. Doch die Durchsuchung ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Wow, krasser Spruch. Was denn jetzt? Gibt's noch Stress oder was? Nimm das aus, Herr Bauer, hier. Einfach mal stehen, einfach stehen da mal ganz kurz. Meine Fresse! Einfach stehen bleiben. Ja. Kooperieren Sie doch ein bisschen. Ich kooperiere schon die ganze Zeit, jetzt kooperiere ich gar nicht mehr. Okay. Das geht alles mein Anwalt und ja. Fertig. Ich möchte nichts mehr sagen, ich möchte nicht mehr reden und fertig. Und meine Sachen nicht schaufeln. Ja. Mhm. Boah, ganz ehrlich, jetzt muss ich mal kurz gegen die Polizei haten. Ich hab eine richtig gute Geschichte. Oder zwei. Zwei. Pass mal auf. Ich damals in guten alten Zeiten, als ich noch laufen war und noch fit war und noch Sport gemacht habe und ich bin ja mal Marathon gelaufen, man möge es nicht glauben, aber in alten Zeiten habe ich wirklich mal Sport gemacht und bin 6-mal die Woche joggen gegangen und immer die gleiche Strecke. Krefeld, hinten an so einem Fußballplatz vorbei und dann zurück. Und da bin ich immer nach der Arbeit laufen gegangen, das heißt auch nach den Streams. Das war sehr, sehr spät. Und was habe ich gemacht? Ich bin da die Straße wieder zurück, war Asphalt am Laufen und es war stockenduster, das war, keine Ahnung, 1:30 morgens. Ich laufe so lang, ja, und hatte so meine Kopfhörer drin, damals noch Kabel, und laufe voll konzentriert, höre meine Musik, denke mir so, jawohl, das war sozusagen nur noch der Weg nach Hause, vielleicht noch einen Kilometer oder so, denke mir so, ja, fast schon da. So, und dann laufe ich, und dann gucke ich so nach rechts, ich laufe so auf der Straßenseite, sozusagen auf der falschen Seite laufe ich so, dass sozusagen auf der Straßenseite direkt die Autos in die Richtung, also mir entgegenkommen. Und dann stehen da vier Autos um ein Auto rum, also vier Polizeiwagen um ein einziges Auto rum und blockieren den. Und da stehen einfach so, keine Ahnung, 10, 12 Polizisten, auf jeden Fall volle Bude. Ich denke mir, hier geht's ab, ne? Also nur so gesehen. Eigentlich gar nicht viel dabei gedacht, bin so gelaufen. Und dann ist da so eine Polizistin, ich sag mal, nicht die schlankeste, mal wieder, nicht die schlankeste. Der war schon wie der Silvano sagen würde, war schon ein Ork. Also war schon so ein bisschen kräftig und stand da so, hat hier einen auf dicken Macker gemacht, ne? War dann her so. Die standen alle so nachts. Ne? So, okay, ich denke mir, ist mir alles scheißegal. Ne? Ich laufe da meine Runde, alles gut. Bin so auf Höhe von denen ungefähr. Und denke mir nichts dabei. Und die Frau so schreit mich auf einmal an, während ich so laufe und sagt so, oh, das ist ja auch ein bisschen spät zum Laufen hier, ne? Was soll denn das? Und ich so, lauf so. Geistesgegenwärtig, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich so, besser als rumzustehen, als fett zu werden und lauf einfach so weiter. Die ganzen Polizisten haben sie ausgelacht. Ich bin einfach weitergelaufen und mein Leben dachte mir, jetzt gibt es 50-50 Chance. Entweder die catchen mich jetzt und sind angepisst oder
die hat sozusagen den Walk of Shame hinter sich in ihrem Team auf der Arbeit und alle werden sie erstmal einen Tag auslachen. Zweiteres wahrscheinlich passiert, ich war sozusagen nicht dabei, bin aber sozusagen vorbeigekommen. Was für eine Frechheit. Also ich will doch da einfach nur joggen, was geht die mir auf die Eier? Und haut mir so einen doofen Spruch raus. Ja, ein bisschen spät, wenn ich laufen gehe, geht sich doch nichts an, habe ich mir gedacht. Und ja, das kam dann einfach rausgeschossen. Aber der war gut, den werde ich auch nie vergessen. Den erzähle ich immer mal wieder gerne. So, ja, besser als rumzustehen und fett zu werden. Das musst du der Polizistin generell erstmal sozusagen ins Gesicht sagen. Ich konnte ihr Gesicht nicht genau erkennen, nur ihre Statur. Hat aber ausgereicht. War ganz gut, muss ich sagen. Also hat mir auch tatsächlich ein sehr gutes Gefühl gegeben, weil ich habe ja gar nichts gegen die Polizei. Polizei und Helfer, wichtig, gut, alles super. Aber das war so typisch. Es gibt ja in jeder, egal in welchem Job, es gibt immer Leute, die sind doof. Und warum muss man so einen auf dicken Macker machen und so einen dummen Spruch rausbringen? So, ich hatte halt meinen Hoodie an und hatte so meine Mütze oben. Ne? Ich sah, keine Ahnung, vielleicht dachten die, das wäre vielleicht wieder so Vorurteil oder so. Ne? So, ja, was so ein Typ mit dem Pulli und jetzt rennt er da so lang und so. Naja, und da denke ich mir so, hey, was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Die Fahrradkopf hätte Take erstmal eingebootet und Verstärkung angefordert. Die waren ja schon. Ja, ja, ja. Ach ja, also, naja, so kann's gehen. So. Die andere Geschichte erzähle ich gleich. Warum muss ich mich von einer Frau kontrollieren lassen? Warum? Ich bin ein Weil Mann. Sie in Deutschland. Ja. Oh, oh, ja, oh, jetzt geht's ab. Warum muss ich mich von einer Frau kontrollieren lassen? Aha. Ich rede nicht mit Ihnen, okay? Oh, mit Ihnen redet gar keiner. Okay, und die Sachen vernünftig behandeln. Ganz ruhig. Was denn? Muss ich mich von einer Frau kontrollieren lassen? Ich möchte einfach mal... Was soll die Scheiße? So ein scheiß rassistischer Aussage, weil wir in Deutschland sind. Komm. Ich möchte einfach mit Ihrem Kollegen mal kurz sprechen. Worüber? Sprechen Sie mit ihm bitte mal. Worüber soll ich sprechen? Ich möchte einfach mit ihm mal unterhalten. Jochheim vermutet nun, dass der Beifahrer den Schlüssel versteckt hält. Sein Vorschlag? Die Männer sollen sich beraten und selbst eine Lösung finden. Sonst wird ein Kranwagen bestellt, der das Coupé aufladen kann. Auch ohne Schlüssel. Ja, mehr kann man ja nicht machen. Ne? Kann man ein Angebot machen, dass er das Auto dann bewegen kann. Dass er einen Schlüssel irgendwie rausdrückt oder eine Kodierung irgendwie gibt. Und? Ich fahre den hoch selber. Okay. Punkt Sieg für Jochheim. Der Beifahrer hat den Schlüssel rausgerückt. Er fährt den hoch selber, will er machen. Hey, ist besser so, ehrlich. Haben Sie schön die Kontrolle aufgenommen, so werden Leute behandelt, die gar nichts machen. Als ob ich jemanden umgebracht hätte. Ja. Er fährt drauf. Wegen der Kontrolle vom Auspuff. Der Fahrer wünscht sich Publicity. Hoffentlich strahlen das alles aus. Das machen wir gerne. Wunderbar. Hat doch funktioniert, haben wir Glück gehabt. Die Jungs gehen zu Fuß. Am nächsten Tag soll der Benz zum TÜV, um zu prüfen, ob die eingebauten Extras wirklich legal sind. Wir telefonieren morgen, ne? Ich rufe an. Safe. Boah, ich rufe an, sobald ich was weiß hier. Okay? Tschö. Wäre dann schon gewesen, hätte ich 55 Euro bezahlt, wäre gut gewesen. Dann wären wir schon lange zu Hause. Den Schlüssel hat er nicht ihrem Kumpel gegeben. Das war ja natürlich klar. Und der ist schon mal aufgefallen vor 2 Monaten, sagt mir die Leitstelle gerade. Ist also eingetragen. Ja, der hat auch erst... Genau wegen solcher Geschichten. Also mit TÜV-Abnahme, mit allem und dran, war ja verkehrsunsicheres Auto. Also ist schon bekannt. Und 2015 hat er erst einen Führerschein wiederbekommen. Ich glaube, es hat nicht den Falschen getroffen. Wir warten mal ab morgen. Genau. Wir warten morgen ab. Morgen wissen wir mehr. Komm, okay. Wir telefonieren morgen, ja. Mäuschen, sagt er. Martens und Jochheim sind dafür delicious. Bekannt, dass sie nicht locker lassen. Was das für den Mercedes-Fahrer bedeutet, wird sich morgen zeigen. Nur so viel. Fahren wird er zunächst nicht mehr. Doch schwarze Schafe gibt es nicht nur in weißen Luxuskarren, sondern sogar beim TÜV selbst. Letztes Mal ist so ein Fall, da wurde ein Gutachten erstellt und dieser Schaden, der war so elementar, dass das Fahrzeug verkehrsunsicher war. Und dieser Schaden, das TÜV-Gutachten war eine Woche alt und dieser Schaden kann nicht, definitiv nicht, innerhalb einer Woche entstehen. Und da ist natürlich genau so ein Anpack, dass wir wollen, das ist ein Gefälligkeitsgutachten, eindeutig. Und das ist mittelbare Falschspurerkundung ist das. Was wir ist hatten das? Ja schon einen Riesenskandal hier. Da kauft eine Dame kann kauft bitte beide Hände an Lenker ein Auto. Ja, ja, so Köln, überführt das nach Bayern. Und dann stellt sich raus, die Kiste ist total Schrott.
hat aber ganz frischen TÜV. Ich bin da super heiß auf der Gefälle. Da macht mir richtig Spaß. Da geht jede der Mann nochmal auf. Gibt es auch am nächsten Morgen beim TÜV Rheinland. Auf dem Programmpunkt der sichergestellte Bolide aus der Kölner Innenstadt. Die Sachverständigen sollen feststellen, was mit dem Fahrzeug. Alter, Insta-Story! Der macht eine Insta-Story mit seinem CL500. Das aufgemotzte Coupé nicht nur viel zu laut, sondern auch viel zu flach. Links zu tief. Dann folgt die Probe aufs Exempel: der Kickdown. Gestern hatte der Wagen noch den Sound eines Düsenjägers. Und heute? Enttäuschung auf beiden Ohren. Hä? Der Bleifuß hat den Motor auf jeden Fall nicht aus der Ruhe gebracht. Es folgt die Messung. Im Leerlauf darf der Wagen bei 6000 Umdrehungen 85 Dezibel nicht überschreiten. Das Ergebnis? Überraschend leise. Ja gut, ein Dezibel. Dann passt es. Wie enttäuscht er ist! Oh, scheiße. Die Steuerung und Jochheim können sich den Unterschied zu gestern. Vortag schien das aufgemotzte Coupé nicht nur viel zu laut, sondern auch viel zu flach. Habt ihr gesehen, wie enttäuscht er war? Ja gut. Adelberg, du hast vollkommen recht. Dann passt es. Inklusive Toleranz ist er in Ordnung. Ja, stimmt nicht mit dem, was ich gehört habe gestern. Ist erstmal so, erstmal in Ordnung. Ratlosigkeit bei den Ermittlern. Auch unter Vollgas rührt der Motor nicht. Mertens und Jochheim können sich den Unterschied zu gestern nicht erklären. Haben sich die Beamten verhört? Selbst auf dem Prüfstand scheint alles tadellos. Am Ende kommt doch raus, dass die irgendwas rausgefunden haben, dass es doch lauter ist, ne? Machen wir uns doch nichts vor. Das ist doch hier alles Play. Das passt nicht zu dem, was ich gestern gehört habe. Das stimmt ja nicht. Das wissen wir doch beide. Er hat Vollgas gegeben, das Ding hat richtig gebrüllt. Ey. Sonst wäre ich nicht hinterhergefahren. Spurensuche im Motorraum. Zwei Druckluftverbindungen lösen das Rätsel. Siehst du die Schläuche, blauen? Die habe ich ja gestern als erstes gesehen. Und die gehen hinten zum Auspuff, zum Endschalter. Wir werden erstmal nicht zur Serienausstattung. Nein, Schiebenschuler, ich will es nicht wissen. Ich will gucken. Ist der Sender hier. Der hatte noch nicht das neue Windows-AMG-Update, sagt sie mal. Das ist der Sender für die Klappen auf und zuzumachen. Cool, jawohl. Das habe ich gesucht. Der ist so nicht erlaubt. Und so wie das aussieht, wird damit die Klappe im Auspuff gesteuert und dann geöffnet. Und dann wird die Lautstärke eben erheblich lauter. Das Gerät steuert hier den Klappenauspuff. Das heißt, also, sobald das Ding hier dran ist, kann der das lauter und leiser stellen. Die Steuerung erfolgt über ein Verbindungskabel im Handschuhfach. Oh, das ist eng hier. So, dann wollen wir mal gucken. Eng oder bist du ein bisschen kräftig da am Bauch wie ich? Das Software reicht dazu aus. So, Zündung ist an. Der lädt nämlich nicht, siehst du? Guck mal her. Ist doch an. Nee, da kommt kein Strom raus. Nein, aus dem Kabel. Ist das ist schon mal ein sicheres Zeichen, dass er damit steuert. Ne? Dass man sowas auf dem Handy hat, ne? Draufdrücken, laut oder leise. Ne? Aber wie blöd muss man sein, oder? Der ist vor 2 Monaten hier gewesen schon. Ne? Vor 2 Monaten und dann nochmal die Geschichte hier. Also. So, der hat auch eine Website. Da muss man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht mal die charakterliche Eignung in Frage stellt. Ja, Paragraph 2. Zunächst informiert Jochheim das Straßenverkehrsamt. Da der Wagen wegen verbotener Umbauten wiederholt aufgefallen ist, entscheidet der zuständige Sachbearbeiter am Telefon, den getunten Renner sofort stillzulegen. Außerdem ergibt die Recherche, dass der Fahrer Schulden bei der Stadt Köln hat. Daher ist ein Beamter vom Kassen- und Steueramt erschienen, um die Außenstände einzutreiben. Auch der Fahrer ist inzwischen vor Ort. Kommissar Mertens überbringt ihm die schlechten Nachrichten, nicht ohne Genugtuung. Das Auto, wir haben jetzt Nachprüfung gemacht, erhebliche Mängel. So, jetzt haben wir mit der Straßenverkehrsbehörde gesprochen, mit der Stadt Köln. Jetzt gibt's Ärger. Die Stadt Köln hat gesagt, das Auto wird stillgelegt hier, weil sie zum wiederholten Male mit diesem Auto aufgefallen sind, Sie als Person. So, jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Wir haben einen Herrn, mit dem müssen Sie sich gleich mal unterhalten. Da haben Sie mir nicht Forderungen offen bei der Stadt Köln. Erhebliche Forderungen.
zahlen Sie mal Ihre Steuerschulden und dann... Ich habe keine Steuerschulden. Doch, haben Sie. Okay. Das haben Sie. Hat nichts mit dem Auto zu tun. Nee, aber mit Ihrer Einstellung. Was denn? Mit Ihrer Einstellung hat das ich zu tun. Ich zahle gar nichts. Nicht mal 1 Cent, weil ich... Alles klar. Ja. Ist genauso uneinsichtig wie gestern, ne? Er weiß alles und der Anwalt weiß alles und er hat keine Schulden und ist alles gut und das Auto ist nicht ihm und. Glücklicherweise hat man da schon mal öfter was abgemacht und drauf, ne? Also geht spielend leicht ab, ne? So. Der ist jetzt aus dem Verkehr gezogen. Der ist jetzt aus dem Verkehr gezogen, ne? Das Auto ist damit stillgelegt. Und wegen der nicht gezahlten Schulden wird es, darüber hinaus, gepfändet. Pfändet, Alter, ey. Du weißt alles besser, ey. Kann alles, weiß alles. Das Kassensteueramt hat entschieden, die Stadt Köln, der Wagen wird gepfändet. Gut, sind Sie fertig. Können Sie gehen. Nee, den kriegen Sie nicht. Naruto, Jay, können wir nochmal eine dicke Karre leihen? Wir hatten ja mal einen M4 oder so. Weil sie war nur so lange auf den Sack, bis sie Ruhe geben. Sie war nur mit dem Auto fahren sollte, als Top-Autofahrer übrigens. Der Mann geht zu Fuß. Klasse Video. Wütend selten sowas und uneinsichtig. Gesehen. Ganz großes Kino übrigens. Also wirklich ganz großes Kino. Also die Tage, ey, das macht den Beruf so. Ey, James, kannst du das Video mal kurz raussuchen von Silvano? Ne? Und er hat jetzt gerade mehrfach auch geäußert, ihr hier in Deutschland, ne? Und wenn ich nicht und ihr vertretet hier, ne? Also irgendwie hat er auch unser System gar nicht akzeptiert. Ne? Sonst würde er sowas nicht sagen. Oder nicht verstanden. Ne? Oder er ignoriert das System und ja, ist so meine Vermutung. Ne? Und da kommt man auch nicht dran. Da kommt man auch wirklich nicht dran. Und ja, das Auto steht jetzt noch da, ne? Und Stadt Köln hat Forderungen erhoben jetzt und dann wird das Auto jetzt einbehalten. Kannst du mal kurz aufschreiben? Mal kurz? Ach super, ja, das müssen wir uns jetzt gleich mal kurz angucken. Sollen wir das mal kurz reinschmeißen? Übrigens, ja, ihr wisst Bescheid, ne? 394 Homies haben wir mittlerweile. 398 Subpoints übrigens. Eigentlich kann ich den Laden hier nicht verlassen. Im Chat gepostet, nice. Ich würde mich schon noch sehr freuen, wenn wir die 400 knacken. So, lass mich das mal hier draufschmeißen. Hier, das ist Scheiße, liebe Freunde. Silvano. Wir sind hier komplett illegal unterwegs. In Ghetto City. Das ist doch nicht Silvano, oder? Crayfield. Wir sind hier gerade an einem abgesperrten Parkplatz. Hier ja, wartet mal kurz. Ich will den Chat ja weiterhin hier haben. So, muss ich mir ja weiter angucken. So. Komplett neu, ein bisschen Werbung muss man ja machen, der Real in Krefeld gebaut. Ja. Geiler Laden. Sanierung, 30 Millionen Euro. Geiler Laden übrigens, die Markthalle in Krefeld. War da schon einer von euch? Ja. Olli war da schon. Richtig geiler Laden. Real wurde ja gerade verkauft, aber die Markthalle ist ja sozusagen ein Produkt von Real. Richtig geiler Laden, so ein bisschen wie diese riesigen Edeka-Center. Also im Prinzip nicht in keinem Deutsch schlechter. Mega nice, da gehe ich gerne einkaufen. Zwar sehr selten, aber es ist sehr nice. Also ich warte hier. Wer wird denn jetzt hier... Bovo, sag ich schon. Olli, wann ist dein nächster Twitch Prime Sub ready? 28. März hast du gesagt, ne? Enttäuscht mich, Olli. Euro-Projekt, glaube ich. Tatsächlich, glaube ich, auch wahr. Und wir haben uns hier durchgesneakt, sind an der Security vorbeigekommen. Und wir sind jetzt am Platz. Das ist hier Iron Link. Labeling. Ah, grüße dich. Evil 2010 auch mit dabei. Zwei neue Homies am Start. Das sind wir schon bei 395. Hi, wo sind die Emotes? Toll, das ist. Also, ich werde das in euch reinprügeln. Die Leute müssen gebührend empfangen werden, wenn sie Teil unserer Homie-Geschichte hier werden. So. Okay. Wir sind nicht aufgefallen, einfach durchgesneakt. Die haben uns auch nicht gehört. Die haben uns auch nicht gehört. Kein Fall. Und was machen wir heute? Die Challenge ist ready. Die Umsetzung wird auf jeden Fall heute passieren. Ob ihr das Video seht, das wissen wir noch nicht. Hängt davon ab, ob wir überleben. Denn wir werden heute mit dieser bescheidenen Karre viel mehr. Und deswegen ist es gut. Naruto, best Autofahrer ever. Bovo. Simpelste Sachen auf der Erde machen, wo andere Leute sich totlachen würden. Und der Mann gleich vielleicht viele Unfälle, große Schäden. Vertrauenswürdig. Wer würde sich nicht daneben setzen? Felix, sagt er. Dongos, Le Dongos. Le Dongos war für mich. Ich setze mich daneben. Ich habe gehört, mit mehr PS steigt der Skill. Ja, habe ich nicht gehört, aber das lassen wir jetzt einfach mal so drin. Ja, was ist denn unsere Ziel? Ich glaube, wir werden heute 1, 2, 3 kleine Challenges machen. Silvano muss parken. Silvano muss ansatzweise geradeaus fahren. Ja, also Silvano muss geradeaus gucken. So Sachen, ne? Ja, also parken kann ich da direkt
Ich sehe eine gute Lücke. Chipsy! Noch ein Homie mit am Start. Jetzt glaube ich schon bei 390. Silvano hat sehr schwer tatsächlich daran vorbeizukommen. Aber schön, dass du da bist. Also Adrian, wir wollen dich nochmal grüßen. Der Mann hat hier die fette Spende noch hinterlassen während unserem Streaming-Marathon, wo er uns richtig fett supportet hat. Wir haben richtig einen rausgehen lassen, einen Tag gemietet. Hier, guck mal. Die anderen haben hier BMW, also die anderen Mercedes CL 500 oder sowas. Bei uns steht einfach nur M4. Das kann auch die Logitech M4 sein oder die keine Ahnung, die Maxnomic M4. Maxnomic 4 Version. Hä? Sturmgewehr M4. Hä? Wir machen kein Product Placement, nur damit ihr Bescheid wisst. 300 Euro plus 4.000 Euro Sprit haben wir auch noch reingesetzt. Hättest du mir nicht da mal einen in die Fresse hauen können? Wenn es gut läuft. So. Ich sag mal so, für jeden dummen Spruch, den der Dennis jemals gebraucht hat, wird er heute richtig leiden. Ja. Da wird er richtig Angst haben. Heute altert der mindestens nochmal 5 Jahre. Ja, also in dem Sinne, ihr dürft jetzt mal zuschauen, wie wir sterben. Der Bobo hat einen langen Daumen, ne? Kann das sein? Ja, schon für seine kleine Größe. Das ist. Nein, nicht. Ja, lustig gucken nicht. Das ist halt Gangster aus. Silvano fährt auch. Du bist mein Fahrlehrer. Okay, erste Fahrzeugführer, Mission, bitte. Erste Mission. Ja. Ein Platz entfernt von dem Van da parken. Warte, ich zeig's kurz. Ein Platz entfernt heißt direkt daneben. Warte, das ist ein Zettel. Warte. Nein, nicht direkt daneben. Bist du bescheuert? Ich habe kein Vertrauen in dich. Also er sollte sich nicht direkt daneben stellen, weil ich, und ich meine das wirklich ernst, das ist kein Scherz, ich wollte keine Geschichte erzählen. Ich hatte wirklich Angst, dass wenn wir daneben parken müssen, dass alles kaputt ist. Also quasi. Warte, ich zoome mal ran. Da ist der Wagen. Genau. Und du parkst den zweiten sozusagen daneben, okay? Bobo, Alter. Ich lass die Straße rollen, Junge, mach. 20 vor 20. Ah! Ja, wenn ich wüsste, wie ich in Drive komme. Ja, gut, nach rechts. Ja. Damit fängt das Auto an. Ich guck sie nicht mal, wer sie schafft. Nichts kann er. Warte kurz, das ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man den Drive kommt. Oh, ist das dein Ernst? Ja. Ah, Junge! Guck doch mal, was er sagt, Junge! Was sagt er denn? Vielleicht doch nochmal in so einer. Was ist das? Press Brake. Er hat's geschafft! Nein! Hilfe! Er fährt aber instant los! Das ist so, Alter. Warum kriegst du das so? Alter, du hast die Handbremse noch. Alter, du hast die Handbremse noch. Sollte das euch zeigen, bevor du sie runtermachst. Wo ist das Licht? Nee, das falsche Knopf. Wo ist hier? Ja, der hat die Handbremse noch an. Wie kann man die fucking Handbremse anlassen? Erst kriegt er das Auto überhaupt nicht an und dann kriegt er nicht mehr die Handbremse aus. Dennis. Was, Olli? Sei froh, dass er die Handbremse drin hatte, weil so wie der wahrscheinlich aufs Gas getreten hat. Ey, oder? Mit den 400 PS oder so. 450 PS hat das Auto. An dem Schwarzen vorbeigeflogen in die Baustelle. Ja, wir können echt von Glück reden. Wir müssen davon durchgetreten haben, damit der Wagen überhaupt losfährt. Boah, der Bobo ist echt brandgefährlich. Guck mal weiter. Ich muss erst mal mit den Dings klarkommen, ja? Mit dem Dings was? Wo willst du parken? Hier, scheiß Polizei. Alles fake, das ist real. Silvano Naruto Bobo, Autofahrer Number One. Ich hab gesagt, neben ihm, 2 Positionen links. Alter, hat er eine Reise. Habt ihr das gesehen, wo der steht? Junge, ist das ein leer Kaliner fährt, der Junge. Ich hab richtig Angst. Einfach mit Angst, Freunde. Ich sehe, da hinten den. Ist das dein Ernst? Das soll nicht wahr sein, weil du bist geparkt. Das ist okay. Du musst noch ein Stück vor. Das heißt eine halbe Drittel ran. Ein Drittel des Rades hat sich gedreht. Er so, ja, okay. Reicht dir das? So, jetzt einmal rückwärts fahren und sozusagen mit dem Heck nach links ausscheren. Also ne, nach da. Langsam. Ne? Nicht zu schnell. Nur du musst einblenken. Oh mein Gott, ist das professionell. Das ist ein Auto! Fahrt, Digga, sind besser.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in meiner ersten Fahrstunde besser gefahren als Silvano mit Führerschein. Mit Führerschein. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der schlechter gefahren ist. Wir haben im Moment 397 Homies. Der General hat mal gerade Ausrufezeichen Subs gemacht. Also, ich bin gespannt. Sam Burger übrigens folgt uns jetzt. Ich freue mich natürlich, wir freuen uns auch über jeden Follower. Heute haben wir ordentlich zugelegt, also ist ziemlich nice. Vielen Dank an alle. Mega geil, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Morgen geht es natürlich auch weiter. Wieder um 12 bis 24 Uhr. Und dieser Mann, der in der Kamera ist, wird morgen auch wieder da sein. Wir werden erst ein bisschen zocken und dann gibt es die EPT-Tour in Stark of 2. Carsten mehr. So, jetzt musst du geradeaus fahren. Da vorne geradeaus. Ja. Also hinter dem Buckel da. Rechts. Oh, TVA Gaming. Schön, dass du mit dabei bist. Hi. Ey, ganz kurz. Oh mein Gott. Da gab es eine Bombe. Richtig, nein. Verschenkt drei Bomben hier. Ein anonymer Geschenkgeber. Das kann man machen. Man kann anonym Bomben schmeißen. Ja, du kannst anonym Saft geben. Hast du das, James? Nice. Über fucking 400 Homies mit dabei. Das ist schon ziemlich geil, ganz ehrlich. Das haben wir halt alles in 3 Tagen geschafft. Ihr seid die Geilsten. Bumm. Erstmal schön nochmal ein paar Chats-Emotes raushauen. Was? Ja, gleich jetzt. Eigentlich kannst du mit der Karre ja richtig gut driften, ne? Was? Mit dem M4 kannst du richtig gut driften. Olli ist damit auch gefahren. Ja, ich hab den abgeholt. Und ich hab dich nochmal fahren lassen danach, oder? Nee, der Daniel hat den nachher zurückgefahren. Achso, aber ich hab's dir angeboten, oder? Das war mit dem Z4. Ah ja, der war aber auch nice, ne? Ja, aber der ist bestens gefährlich. Ja. Aber nicht viel. Die Kurvenlage ist. Hä? Der M1. M1? Ja, der 1er, den du hattest. Oh, der war nice, ne? Ja. Aber der war halt nur. Nicht vom Auto. Hä? Der war halt nur Front, der ist ja Allrad. Ja, das stimmt. Guck mal. Sonne von Bovo. Oh, professionell. Oh, Junge. Kommt eigentlich diesen Profi. Wow, da geht's. Das Schlimme war, es war nicht extra. Hey. Da sagt jemand, das ist nur Heckantrieb, Olli. Das glaube ich auch übrigens, ja, bei BMW. Den gibt's doch als Allrad. Den ja? M4. Okay, ja. Olli, gegen dein Allgemeinwissen werde ich mich nicht anlegen. Der Schweiß auf der Stirn. Was ist denn der Konzentration? Also sag mal so, bremsen kann er. Nur zum falschen Moment. Aber sonst, er hat die Handbremse nicht rausgemacht beim Fahren. Ach man. Also Handbremse nicht rausgemacht beim Fahren. Er hat nicht gewusst, wie man... Olli, M4 hat nur Heck. Bonaga sagt, ich arbeite bei BMW. Felfang sagt, das ist das X-Drive Allrad von BMW. Keine Ahnung. Bonaga wird es wohl wissen dann. Reinschaltet. Ja, ich meine, 10 Fehler darf man ja machen oder so bei einer Fahrprüfung, weißt du? Ja, also ich glaube, normalerweise, wenn man Handbremse drin lässt, ist man schon weg, oder? Mhm. Auf der Autobahn Handbremse anlassen, durchdüsen. Ja, ich würde sagen, wenn du mit Handbremse auf die Autobahn schaffst. Fahrlehrer Dennis. Wo schafft das? Das Auto danach nicht mehr weiter. Fahrlehrer Dennis drückt ein Auge zu, würde ich sagen. Ja, also ich drücke sowieso Augen zu. Also 4 Stück habe ich ja. Ein paar auf meinen Füßen und ja, die anderen 2 oben. Und dann habe ich am Arsch, habe ich auch noch so ein Fischauge. Ja. Da mal rückwärts einparken, oder? Rückwärts einparken, sehe ich auch so. Du fährst jetzt hier links Oh. Und dann fährst du rückwärts. Oh, gib alles. Ich fahre jetzt hier links und dann fahre ich rückwärts. Genau, damit du gerade rückwärts fahren. Wir trauen dir ja nichts zu. Die Handbremse. Hab ich doch schon. Oh, der arme Bobo. Bobo, sag, wie lange ist das Video noch? Mach es aus. Sauber, schöne Bremsaktion. Ist das dein Ernst? Nein. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, was soll ich dir sagen? Du siehst nichts, hast du alles. Ja, was sehe ich denn da? Pass auf, da ist ein Hindernis, ne? Da ist kein Hindernis, du Arschloch. Junge, wundert euch nicht, das ist ein normales Bild. Wenn das wackelt, hat das nichts mit Boris zu tun. Ist das dein Ernst? Was ist die nächste Mission, Marius? Machen wir es nicht. Warte. Aber tatsächlich,
Also wenn ich nach hinten gucken würde, ich würde nichts sehen, außer da ist jetzt ein Auto zum Beispiel. Aber die Straße sehe ich nicht. Mach erstmal das Radio aus, weil das hört man. Mach das Radio aus. Nach 8 Minuten 30. Geil. Der R3Z, der es gefilmt hat. Nach 8 Minuten 30. Vor allen Dingen ihm fällt es auf, den beiden im Auto, einschließlich mir natürlich. 8 Minuten 30. Gar keine Reaktion. Und einfach so. Aber Mario ist auch so in so einer Manier, so als ob wir gerade erst angefangen haben zu filmen. So, übrigens, das Radio ist dann, mach mal eben aus, bevor wir anfangen, richtig zu filmen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das Radio ausgeht. Dreh einfach da an dem Knopf mal links. Den? Ja. Das ist Lautstärke. Ja. Ja, das ist das dein Ernst, Mario? Sagte, das reicht doch, wenn du es einfach leer drehst, aber du kannst auch ausdrücken. Ich weiß nicht, für Parkplatz-Action war das eigentlich alles, oder? Aber auf jeden Fall schon mal nicht bestanden, kann man sagen, das rückwärts so einfach. Also ich glaube, wenn er jetzt nochmal die Prüfung machen würde. Nee. Der Prüfer würde nicht im Auto bleiben. Wie ist das, traust du dich heimzufahren, Bovo? Nein. Nein, nicht im Straße. Kannst du ein 360 machen? Ein Donut. Donut, wäre gut. Ey, wir sollen nicht Gas geben. Ja, wie soll ich dann einen Donut machen? Das war ja nur ein Scherz. Das war mehr als 85 Dezibel. Also machst du einen Donut, wenn wir in anderen Platz nur laut sein können? Nein, ich kann keinen Donut machen. Du isst auch viele Donuts, Junge. Naja, also damals hast du noch nicht so viele Donuts gegessen. Das hat sich erst mit der Zeit verändert. Können wir den Bobo nicht einmal geradeaus fahren lassen? Schnell? Ja, komm, dann kann ich ja ein bisschen hier rumfahren, oder nicht? Aber mit Geschwindigkeit. Der fährt einfach mal schnell. Also warte, noch nicht hier, nicht hier. Ich hab Angst. Ja. Was hast du denn für Angst? Ja, hier hinten ganz rum und dann. R3Z ist noch bei TakeTV, ja? Junge. Da muss ich keine Angst haben. Nein, keine Angst. Das ist das Einzige, was ich so ansatzweise. Geradeaus fahren oder was? Jetzt drehen hier. Rechts, rechts, rechts. So, und jetzt. Pass auf. Oh nein, das gibt einen Unfall, Alter, sag ich dir. Stopp, Junge, Alter, ich sterbe! Bremse geht easy. Filter, Junge, das, die Kamera macht schon nicht mehr mit. Hast du gerade Warnblinklicht angemacht? Oh ja, hab ich. Also, ich hab keine Ahnung. Warum? Nein. Ja? Ey, da ist ja eigentlich klar, dass das Auto von alleine Warnblinklicht angemacht hat, weil es gedacht hat, jetzt ist ein Unfall passiert oder sowas ähnliches. Oder das war zu klar. Die Kamera hat irgendwie so ein Notprogramm hier eingeschaltet. Oh, ganz ruhig. Die Kamera ist teuer. Ja, das und das Auto noch sehr viel mehr. Ja, macht es aber auch nicht aus. Wie teuer ist das? Wir fahren weiter mit Warnblinklicht an. 72.000. Der günstigste M. Nein. Wie viel? Was für ein Auto? Günstigste M4. Das kann man gar nicht vorstellen. Ein blöder A6 ohne M, also ohne S. Boah, die Bremse zieht echt krass. Also ich muss nicht mal minimal antippen. Hast du so viel Angst jetzt? Überlebt. Die Kamera verabschiedet sich in diesem Moment auch. So, Herr Bobo, Sie haben schon alles aufgegeben, Hände wieder besser in den Taschen. Ich habe schon getweetet, ich habe einen Führerschein. Wie soll das sein? Fällt auch lieber in die Hose, nochmal ein bisschen Taschenbillard spielen, wenn wir einen Billardtisch haben. Aber Sie haben mir den doch gerade schon überreicht. Ja, der ist gefälscht. Wir haben es im Lotto gewonnen, Kollege. Zeigen Sie den bitte mal her. Ja. Gucken Sie sich das mal genau hier. Erstmal Ecken und Kanten sind schon abgebrochen. Ja? Das kann gar kein echter sein. Die Ware hier aus China ist schon gebrochen. Ja? Das Foto übrigens auch kein echtes. Sehen Sie, das ist nicht mal Bobo selbst. Ja? Ja, das kann man auch nicht erkennen. Ja? Also, geht nicht scharf. Ja? So. Also war nur noch was dazu sagen. Ich fahre den gleich noch zurück für Danny. Genau. In dem Sinne, vielen Dank nochmal an The Adrian. Jungs, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt. The Adrian, auch ein guter Mann. Ey. Schön Bier hier mit dem Führerschein aufgemacht. GG. GG. Sorry, bring mal wieder Kamera rauf. Ah, schön. Schön, schön, schön. Freunde, das war schön. Das war sehr schön. Ich glaube, wir sind dafür heute durch, oder? Oh. Oh, ich bin
Aber auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Sorry. 400 Subs sind erreicht. Mega geil. Ich sag euch eins schon, morgen mit Bobo habe ich auch wieder Großes vor. Mega lange Show. Wir bringen morgen mal wieder neue Follower mit dazu. Neue Social Media Likes, alles was dazugehört. Weltherrschaft, das ist das Ziel. Ganz ehrlich. Wir werden diesen Kanal größer machen. Wir werden mehr coole Leute mit dazu rufen. Wir werden mehr bescheuerte Sachen machen. Verschiedenste Formate, schlaflose Nächte, alles was dazugehört. Folgt diesem Kanal, ganz wichtig. Wer jetzt nicht Follower ist von den 425 Leuten, die immer noch zuschauen, die sollten das genau jetzt machen. Ja, ich grüße auch hier Kigas oder Kick-Ass, Motors8, auch gerade gefollowt, Sense the Dwarf. Ich meine, nur weil wir 400 Subs erreicht haben, heißt es nicht, dass ihr nicht mehr subscriben dürft und auch noch Homies werden dürft. Ebenso, jetzt gleich verabschieden wir uns ja im Stream, bedeutet, wir streamen schon seit 12 Stunden 25 Minuten, zumindest seit 12 Stunden 25 sind wir live. Es spricht nichts dagegen, in den Discord zu gehen, ne? Ausrufezeichen Discord, Freunde. Und klickt mal auf den Link vom Discord-Channel, denn da hänge ich auch also eigentlich jeden Tag vor der Show und nach der Show ab. SC2 Ryan oder Reen ist auch mit am Start. Mr. Rahl ist auch mit am Start. Schön, dass ihr dabei seid. Klickt mal auf den Channel, geht mal mit in Take Show und es kommen wieder Leute dazu. Nice! Oh, da geht ja direkt einiges. Also jeden Tag werden es ein paar Leute mehr. Wir werden immer größer, wir werden immer mehr coole Leute. Ich möchte nochmal richtig fettes Dank an euch sagen. Wir haben heute diesen Gig mit hiphop.de gemacht. Wir hatten den Ellie mit am Start. Ein junger up-and-coming Rapper, der gefreestylt hat und auch wirklich meiner Meinung nach wirklich gut. Also der hat das irgendwie seit anderthalb Jahren macht er das. Dafür muss ich sagen, echt geil, wie der aus dem Nichts einfach immer coole Texte rausgehauen hat. Also war schon ziemlich nice, auch sehr sympathischer Typ. Weltherrschaft kommt. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Aber wir werden hier schön Gas geben. Kommt mit rein ins Discord, seid auf allen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich über jeden Follow, über jedes Like. Ich möchte euch einfach informieren, was geht. Immer auf dem neuesten Stand bleiben. Wir haben mittlerweile im Discord auch schon echt einige Leute, muss ich sagen. Und es sind ja auch hier gerade nochmal einige Leute mit dazugekommen. Schön, dass ihr da seid. Und auch um diese späte Uhrzeit sind irgendwie knapp noch 100 Leute online im Discord. Dafür, dass es immer noch ein ganz neuer Discord ist, 3 Tage alt, haben wir hier mittlerweile irgendwie 250 Leute drin. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Wer noch keinen Discord hat, soll es besorgen. Ist auch connected mit Twitch. Ihr könnt auch unsere guten alten Take-Emotes, guten alten neuen, 3 Tage sind sie nämlich alt, alle mitnutzen. Sehr, sehr geile Sache. Deswegen lasst ein Follow da, gerne auch eine Subscription, wenn ihr Lust habt, wenn es euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue für euch da und möchte euch beweisen, dass es sich lohnt, dass jeder Support hier dankend angenommen wird, egal was. Donations, Bits, Subscription, Following, Tipps, Amazon Wishlist oder einfach nur über den Chat, über den Twitch. Warte, jetzt gehe ich mal hier über den Twitch-Kanal. Warte, wo haben wir es denn? Sekunde. Über den Twitch-Kanal. Unten drunter, wenn ihr nämlich einmal bei mir drauf geht, dann seht ihr ja unter anderem auch Mr. Killerbee will 100 Euro donaten, wenn ich eine Zwiebel esse. Auf gar keinen Fall. Für 100 Euro. Es gibt Sachen, die mache ich niemals. Also eine Zwiebel, da müssen schon Sachen, Gelder zusammenkommen, die unverschämt unverhältnismäßig sind, sodass Leute sagen, niemals. Das ist so eine Freche, dass er so viel Geld dafür von der Donation möchte. Nein, wird einfach nicht passieren. Wird einfach nicht passieren. Deswegen schlagt euch das auf den Kopf. Keiner ist bereit, so viel Kohle reinzuschmeißen. Wird einfach nicht, würde ich es kategorisch ausschließen. Ganz einfach. Ihr könnt uns supporten und ihr müsst kein Geld dafür ausgeben. Nicht für uns direkt. Ihr könnt einfach über Twitter, Instagram, Facebook, wir müssen hier noch so ein TikTok kommen an. YouTube. Folgt uns auf YouTube. Ich gucke mal, ob das schon der neue Kanal ist. Das ist ja wichtig. Ja, Mann. Hier über die Description. Folgt dem Kanal. Wir müssen, glaube ich, 500 Abonnenten haben, damit wir hier einen /one-take dran machen können, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Hier laden wir immer alle VODs raus und die einzelnen Formate. Wir freuen uns, wenn ihr dem Kanal folgt. Und sonst, ganz ehrlich, liked mir auf Facebook, Twitter oder Instagram. Ich bin krasser Influencer geworden auf Instagram und ich bin überall aktiv. Amazon Wishlist. Wir brauchen Batterien. Ich kann es euch nur noch sagen, wir haben nur noch eine einzige Batterie da. Das ist kein Scherz. Also es könnte morgen eng werden. Ich hoffe, wir finden irgendwo noch welche. Guten Nacht, Silvano. Bis morgen. Wir sehen uns in alter Frische. Und ja.
Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr folgt weiterhin, ihr abonniert weiterhin. Alles, was da ist, wir halten euch auf dem Laufenden, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir werden jeden Tag besser, das verspreche ich auch. Die Show wird immer geiler, wir haben immer mehr Features. Mittlerweile kann man auch sehen, wie lange ihr den Kanal zugeschaut habt. Wer ist denn momentan auf Platz 1? Wie geht das? Ist der General noch da? Ja, General ist noch da. General, was muss man hier schreiben, damit man sehen kann, wie lange man schon zuschaut? Nighthawk hat gesagt, einmal Batterien kommen. Ja, Mann! Wir sind safe. 24 Stück oder so waren das, ne? Oder 40 oder so, ne? Das war eine gute Zahl. Watchtime. Yo, General ist auf Platz 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Yo, Rang 1 von 2984 Leuten. Das ist schon gut, oder? Watchtime? Ja. Also General ist auf Platz 1 mit 12 Stunden 30. Der hat sein PC und der hat das eingerichtet. Das ist ein fieser Vorteil. Aber das heißt, 3000 Leute waren heute im Chat. Das ist ganz gut, oder? Also ist ziemlich nice, oder? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, mega geil. Das ist so wie so eine kleine Motivation, regelmäßig einzuschalten. Vielleicht können wir am Ende des Monats so ein Gewinnspiel machen. Die Leute, die am meisten, wobei, wenn du einmal Erster bist, dann ist der Sieg halt sicher, ne? Für jeden Monat. Einfach den PC dauerhaft anlassen. Ja gut, cheaten ist da auf jeden Fall möglich. Wir freuen uns natürlich, wenn mehr Zuschauer da sind, aber wir wollen natürlich, dass ihr wirklich da seid. Das ist noch wichtiger. Mega geil. Hackwurstel hat schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Freut mich, dass du immer noch mit Herz mit dabei bist. Deine ersten Homestory Cups aus der kleinen Wohnung waren einfach legendär. Bin morgen wieder dabei. Hackwurstel hat, freut mich sehr. Liebe Grüße gehen raus. Mega, dass ihr dabei seid. Schön, dass noch einige Leute gerade followen. Mega gute Sache. Mehr kann ich einfach gar nicht dazu sagen. Wir sind für heute raus. Morgen geht es um 12 Uhr wieder los mit Tag. Da werden wir den Tag ganz entspannt starten. Bo wird wieder mit dabei sein. Da werden wir wieder eine Fitness-Session machen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein zur Fitness-Challenge bzw. Session und zum Tag. Direkt danach, nach dem Reaction-Game, wo wir noch ein Leaderboard bauen müssen, werden wir um 14 Uhr den EPT Tour Cup, also den StarCraft Cup, mit den krassesten Spielern aus ganz Europa. Ich will noch mal 20 davon haben. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. 1980 cheert 100 Bits. Nochmal super fettes Dankeschön für HSCXX. Was war das? Cheer Donation. Vielen, vielen Dank. Der Big Gabe Cup. Ja, war wieder ein richtig schöner Tag. Ich wollte eigentlich nur sagen, die Zeit geht so schnell vorbei. Ich finde es unglaublich. Cool, dass ihr dabei seid. Bleibt dran, die nächsten Tage. Notification beim Follow anmachen, damit ihr immer mitbekommt, wann wir live gehen. Im Discord-Channel immer mal wieder mit dabei sein, da kriegt ihr auch mal neue Infos und prüft alles, was wir haben. Ihr seid nicht sicher von mir, das kann ich euch versprechen, ich finde euch. Also, in dem Sinne, machen wir heute mal Ende. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bleibt gesund, kommt morgen um 12 wieder frisch dazu, es ist Sonntag, Wochenende. Bis dahin. Das 90. war erst der 3. Nee, nee. Was? James? 75. Das war... Wir haben 75 Subs. Das bedeutet die Zwiebel für Dennis El Gelo Take Gelen. Und jetzt muss man nur noch eine Zwiebel besorgen. Akuma X habe ich auch gerade noch gesehen. Tja. Jetzt muss nur einer einkaufen gehen. Da atmet auch ganz tief. Da kann der Rage Quit von Dennis Agelo geben. Ja, Dennis, kannst du gar nicht. Oh, Scheiße. Der Dennis kannst du gar nicht. Der Dennis kannst du gar nicht glauben. Zwiebel! Der freut sich so. Zwiebel! Zwiebel! Schalalalala! Wir wollen die Zwiebel sehen! Schalalalala! Wir wollen die Zwiebel sehen. Scha la 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 la. Fickt euch an. Scha la la la. Liebe Freunde, dann machen wir einen kurzen Break
und sind dann gleich wieder da. Ich hoffe natürlich, der Chillex oder so war es, glaube ich, dass er uns eine Zwiebel vorbeibringt. Also bleibt dran und gleich geht's hier weiter auf Take TV mit dem WCS Challenger League Qualifier Nummer 5 mit Dennis, Marius und mir. Also Takesen, Remember Me ist 2 und Naruto ist 2. Also bleibt dran und bis gleich. Oh ja! Oh, das hat geklickt!